Moin moin Leute, Tomolo hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Europa Universalis 4. Lang ist her, ich war eine Weile krank und hatte dann sehr wenig Zeit. Jetzt wird es mal wieder Zeit aufzunehmen. Lustigerweise sind wir jetzt schon kurz vor dem nächsten großen Patch oder semi-großen Patch. Auf jeden Fall dem nächsten Patch, der die Map verändert. Das heißt, ich muss mal gucken, wie ich mit diesem Save umgehe. Aber eins steht fest, ich werde ihn nicht so stehen lassen, wie er aktuell steht. Denn wir sind mitten im Krieg mit den Mamelucken und ich habe mich erstmal wieder reingefunden in das Ganze und werde jetzt auch weitermachen. Wir waren dabei, unsere Armeen hier oben zu sammeln und wollten generell den Osmanen so ein bisschen den Weg abschneiden und den Territorium streitig machen. Wie gut das klappt, schauen wir mal. Diese Armee ist auf jeden Fall gerade auf dem Weg hier runter, um da aufzuräumen. Und wir haben auch noch einen Diplomaten da, den ich jetzt gleich mal hier einen Anspruch erheben lasse. Gleichzeitig würde ich gerne Text nehmen. Ich habe nämlich nachgeschaut. Es dauert dummerweise noch ein bisschen, bis wir die Renaissance wirklich im Land haben. Dementsprechend nehme ich zumindest die militärische Technologie natürlich gerne. Denn die können wir immer gut gebrauchen. Ansonsten ist das meiste hier aktuell eher weniger relevant. Außer, dass wir hier unsere Stabilität erhöhen sollten. Was wir auch gleich machen werden. Und ja, davon abgesehen, lassen wir mal laufen. Mal gucken, ob ich das überhaupt noch kann. Ich habe nämlich tatsächlich auch sehr wenig EU4 gespielt in der Zwischenzeit. Und da schauen wir doch mal. Stimmt, Adal war unser Vasall, ich erinnere mich. Hatte ich schon ganz vergessen. So, wohin marschierst du? Nach Assuweis und Kairo ist eine komplette Festung. Sie sollten also eigentlich nicht weiter marschieren können, aber man weiß ja nie. Also glaube ich lieber mal schon ein Stückchen weiter. Und ich sammle einfach mal alle bis auf die 20.000 Armee hier. Und wir hatten gerade Rebellen. Wo kamen die denn jetzt her? Hier unten, da können wir uns gut drum kümmern. Sehr schön. Dann marschiert ihr sogar erstmal dahin. Prioritätensetzung. Guru in Kaschmir. Guru in Kaschmir. Ein Mann, den manche einen Guru nennen, ist in Kaschmir angekommen. Er behauptet, eine Offenbarung des Himmels erhalten zu haben, die ihm befahl, in ferne Länder zu reisen und die Botschaft des einen wahren Gottes zu verbreiten. Seine örtlichen Schüler bestehen darauf, dass dieser Gott sich in allen Religionen zeigt, einschließlich des Sunnitischen, und verteidigen Nanak als jemanden, der einfach nur die Wahrheiten in seinem eigenen Glauben enthüllt. Es besteht aber keinerlei Zweifel, dass diese Lehren unsere Rituale und Traditionen missachten, was die Menschen vom wahren sunnitischen Pfad abbringt. Die Sikhs sind unterwegs. Könnt ihr das jetzt akzeptieren? Oder wir halten dagegen und... Ach, wir akzeptieren das in dem Fall. Ich habe keine Lust auf Unruhen. Die werden wir schon schnell genug bekehren können. Da kommen wir schon hin mit. Ah, und die Armee der Mamelucken flieht. Sehr schön. Dann können wir doch wieder hier losmarschieren. Und uns ein bisschen nützlich machen, ein bisschen Land erobern und so weiter. Oder was ist erobern? Einfach nur sichern erstmal. Zum Beispiel können wir sowas hier machen und damit einfach die Osmanen ein bisschen ärgern, das alleine reicht schon. Außerdem verlieren die Mamelucken dadurch gerne mal ihre Flotte. Und die Verwaltung von Sila. Mit jedem weiteren Jahr hat die heilige Stadt Sila einen Zuwachs an Pilgern erfahren, die dort die Schreine besuchen. Die Gläubigen kommen aus allen Ecken der islamischen Welt und bringen Handel, Güter, Kapital, Nachrichten und Ideen in unsere Häfen. Und wir kriegen vor allem eins, nämlich Dukaten. Sehr schön. Da sage ich sicherlich nicht nein. Vielen Dank dafür. Euch ziehen wir mal zusammen. Wir haben eine Provinz erfolgreich bekehrt und die nächsten Rebellen stehen fast schon aus. Binyas und Liva. Kann ich die bekehren? Nein, da können wir wohl nichts gegen machen. Aber wir können ja nochmal schauen, wer denn sonst noch so aussteht. Hormus. Hormus können wir ebenfalls nicht bekehren. Schade. Machen wir einfach hier weiter. Schön der Reihe nach. Mal gucken, was bei diesem Krieg so rauskommt. Also ich habe natürlich mir schon überlegt, was ich haben möchte. Und ich werde wahrscheinlich einfach das Territorium hier nehmen, was wir jetzt aktuell besetzt haben. Um den Osmanen da ein bisschen einfach den Weg zu versperren. Oh, und sie haben einen Separatfrieden mit Kalaman geschlossen. Und Kalaman wurde zur Hälfte erobert etwa. Ist jetzt natürlich in unserem Krieg noch drin. Das heißt, dagegen müssten wir vorgehen. Ich würde sagen, ich sammle meine Armeen dann mal. Und schicke die Armee gleich in Nordrichtung Kalaman, dass wir uns darum kümmern können.
sollen die Osmanen hier unten weiter drüber rennen erstmal. Die werden wahrscheinlich zuerst ihren Frieden schließen. Tyraniterorden überfallen weiter unsere Küsten. Und ich schau mal hier vorbei. Wir sollen unsere Beziehung mit den Usbeken verbessern und Taschkent zurückerobern. Gut, Taschkent werden wir uns hier wahrscheinlich einfach über eine Kriegsdrohung holen, wenn es soweit ist. Die Beziehung mit den Usbeken verbessern. Ja, kann man eigentlich machen. Machen wir das. Der Diplomat steht sowieso gerade nur rum. Und hat nichts Besseres zu tun. So, die sind unterwegs. Da kümmern wir uns gleich drum. Wir haben eine reiche Ernte bekommen. Sehr schön. Die Rebellen hier unten sind zerlegt. So. Schreiben wir das Jahr 1515 und ich finde, das Timurinenreich ist doch sehr gut gewachsen, seit wir das Spiel begonnen haben. Also ich kann mich jedenfalls nicht beklagen. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt mal auf eine vernünftige Belagerung. Erstmal so. So, die sollen die Festung belagern. So, so. Die marschieren gleich weiter nach Karaman. Und auch die werden nochmal aufgeteilt. Damit wäre die Belagerung so gut wie erledigt, denn ich denke nicht, dass sie großartig mehr Truppen haben als diese 1000 Mann. Und sie haben 5000 Mann insgesamt, okay. Dann muss ich eventuell doch vorsichtiger sein, als ich dachte. Aber wir lassen mal kurz laufen. Mal schauen, ob wir gleich welchen begegnen. Nein, tun wir nicht. Das heißt, wir können die erstmal besetzen wahrscheinlich. Die werden wahrscheinlich unten bei den Mamelucken stehen. Und dann kann ich sie ignorieren getrost. Und einer meiner Generäle ist gestorben. Haben wir noch Ersatz? Ja, haben wir. Mirza Akbar macht das schon. Der weiß, was er tut. Provinzen sind besetzt. Die Mamelucken versuchen, die überzusetzen. Meine Festungen sind ja alle aktiv, also muss ich mir da zumindest keine großen Sorgen machen aktuell. Aber wir sammeln mal die Truppen hier wieder. Ah, und da kommen die Truppen von Karaman. Handelsgilden und Bruderschaften. Gilden und Bruderschaften sind seit jeher ein konstanter Faktor des öffentlichen Lebens des Kaiserreiches. Und sie sind oft kleine Gemeinschaften in der Gesellschaft, die ihre eigenen Regeln, Sitten und manchmal sogar Gesetze haben. Für diese Verbände ist es auch gebräuchlich, sich mystischen Traditionen, dem Sufismus und einer unorthodoxen Auslegung der Scharia hinzugeben. Dies macht es manchmal schwer, die Gesetze der Ulema in der Stadt durchzusetzen. Ein Handwerker aus Samarkand hat sich an den Staat gewandt und uns vor einem Gildenmitglied mit großem Einfluss bei örtlichen Angelegenheiten gewarnt. Ein jeder, der in dieser Stadt ein Handwerk ausüben will, muss derzeit von diesem Mann die Erlaubnis erhalten und ihm die Treue schwören. Und das ist inakzeptabel, wir nehmen Legalismus und Prestige und unsere Armee hier, denen ein bisschen entgegenmarschieren und versuchen sie aufzuhalten. Und sie zu stellen. So, ihr marschiert dahin. Das ist gut, die erwischen wir. Dann sollen sie bitte gleich rüber marschieren. Wobei, solange die Truppen von Karaman da oben stehen und sie uns nicht entgegenstellen, ist es mir relativ egal. Oh, aber das ist jetzt sehr schön. Die Osmanen haben Frieden geschlossen. Darna, Aijun, Tarana, Suwaida, Tatmor und Araka. Außerdem geben sie Kernprovinzen auf und entlassen Fersan in die Unabhängigkeit. Das ist mit der beste Frieden, der uns hätte passieren können. Jetzt können wir uns um die schnell kümmern und dann drüber rennen. Ja, wobei, was heißt drüber rennen? Sie haben immer noch durchaus Truppen, also ganz so einfach wird es nicht. Aber dennoch, die Osmanen haben nichts von dem bekommen, was sie haben wollten, oder nur sehr wenig. Ich meine, die zwei Provinzen hier sind zwar durchaus interessant, aber auch davon kann man sie gut abschneiden. Das heißt, wir überlegen uns gleich, wie genau wir da vorgehen. Ich hole mir sogar gleich einen Diplomaten erstmal heim, weil ich mir das in Ruhe anschauen möchte. Und mit Karaman schließe ich einfach Frieden, sobald es geht. Und ihre Revolte in Benias. Kümmern wir uns gleich drum. Die Osmanen wollen eine Staatsehe. Ja, da sie nichts allzu Schlimmes in Anführungszeichen genommen haben, können wir das gerne machen. Ich würde halt jetzt versuchen, sie abzuschneiden, also
eventuell so einen Frieden, mit dem wir quasi die Küstenlinie nehmen. Denn was sie da hinten machen, ist mir erstmal egal, aber hier Ostafrika und Ägypten hätte ich gerne selbst. So, die sind erledigt. Ihr geht hier runter und marschiert dann dahin. Sehr schön. Und die da oben lasse ich, glaube ich, einfach stehen. Ja, wir könnten Kardaman sogar rauskicken, theoretisch. Aber ich glaube, da warte ich doch noch ein bisschen ab, damit wir uns da eventuell Gold rausziehen können. Oder können wir das überhaupt vernünftig? Besonders viel haben sie ehrlich gesagt nicht zu bieten. Dann machen wir so und schließen Frieden. Kein Grund, den Kampf unnötig zu strecken. Marschieren wir lieber hier runter und kümmern uns dann in aller Ruhe um die Mamelucken. Usbekistan greift Chagatai an. Okay. Have fun. Und Karakunlu hat uns rivalisiert. Aber immerhin, wir können uns jetzt in aller Ruhe konzentrieren auf die Mamelucken. Du eroberst das noch schnell zurück, bevor du das tust. Bevor du dich auf die Mamelucken konzentrierst. Und ich schaue mir mal kurz die möglichen Friedensangebote an. Das war ja der bisherige Frieden. Wäre allerdings nicht mehr nötig. Zumindest nicht in der Form. Also, okay, wir müssen Jerusalem so... So. Das wäre der rein theoretische Frieden, aber der wird nicht funktionieren, genau. Dank extremer aggressiver Expansion. Wie lange habt ihr jetzt Waffenruhe? Jetzt fängt das Power Gaming an. 15:30, also 15 Jahre. Wenn wir weniger als 15 Jahre Waffenruhe haben, können wir zuerst angreifen. Also das ist, wie gesagt, das Mindeste so ungefähr. Das hier hätte ich auch noch gerne. Wobei ich auch ehrlich gesagt gerne eine Festung hätte. Aber das geht leider nicht. Es sei denn, wir holen uns Kairo. Oder gab es hier noch eine Festung? Schauen wir mal nach. Nein. Festung haben wir im letzten Krieg schon genommen. Da gäbe es nur die hier und die ist jetzt nicht so interessant. Also die drei Provinzen möchte ich auf jeden Fall haben. Was wir machen könnten, wäre das hier noch dazu. Dann haben wir nämlich noch Mekka und Medina. Das heißt, dadurch würden wir zwei zusätzliche Missionare bekommen. Beziehungsweise sogar drei durch den Frieden. Nein, zwei zusätzliche Missionare und eine Festung würden wir bekommen. Ich glaube, das ist ein Frieden, der wird sich lohnen, darauf zu spielen. Also das wird jetzt erstmal das Ziel sein für den Moment. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. So. Erstmal holen wir uns das hier unten zurück. Oder wir machen es anders. Wir schicken Adal hier hin. Sollen die sich das zurückholen? Wir marschieren schon mal hier runter. Geht mal selbst belagern, bitte. So. Okay, wir sind in der Überzahl, wenn auch nicht so sehr, wie ich es gerne hätte. Trotzdem werden wir jetzt gut aufräumen. Oder auch nicht, weil sie mit allen Truppen auf einmal kommen. Okay. Timos Getreue müssen sich zurückziehen hinter die Grenze. Hinter die Festungen. Ihr marschiert erstmal dahin. Außerdem können die hier unten einen Anspruch auf Hadramut fingieren. Noch nicht. Ich dachte es nur. Schade. Oh, Jaunpur ist unter Rebellen kollabiert. Gut, Jaunpur existiert auch fast nicht mehr. Soll mir also recht sein. Interessiert mich aber auch nicht weiter. Bekehren, sehr schön. Gut, gegen Hormus können wir immer noch nicht viel machen, außer die Rebellion abwarten. So. Aber wir merken, wir müssen beide Armeen gleichzeitig losschicken. Mit einer einzelnen kommen wir da nicht weit. Sind wir denn technologisch auf der gleichen Stufe? Ich glaube, wir sind sogar einen hinterher, oder? Ja. Und das ist eine wichtige Stufe. Dann könnte es nochmal interessant werden. Das könnte sehr interessant werden. Wir könnten auch über einen anderen Frieden nachdenken. Nein, können wir nicht, weil wir Jerusalem nicht kriegen, weil wir da keine Festung kontrollieren. Verdammt. Okay. Sammeln wir uns und gehen in die Offensive. Sehr schön, gute Arbeit von Adal. Geht jetzt bitte dahin und holt euch das. Hadsch-Karawanen wurden überfallen. Nicht gut. Eine Pilgerkarawane zur heiligen Stätte
Was ist Zorin? Eine Pilgerkarawane zur heiligen Stätte wurde kürzlich überfallen und geplündert. Es ist unsere Pflicht, diejenigen unserer Untertanen zu schützen, die sich zur heiligen Stätte begeben, und diese Fähigkeit wurde nun in Frage gestellt. Wir müssen uns mehr für ihren Schutz einsetzen, aber natürlich, in dem Fall zahle ich doch gerne Gold. So, schauen wir mal, wie die sich jetzt bewegen werden. Ihr marschiert weiter dahin, ihr marschiert nach Ma'an. Das ist jetzt interessant, dass die da runter marschieren. Soll mir aber sehr recht sein, denn so können wir mit zwei Armeen die eine Armee stellen. Und die dürfte nicht rechtzeitig zur Hilfe kommen. So. Sehr schön. Das lief sehr gut, möchte ich behaupten. Wie viel Manpower haben die Mamelucken denn im Hintergrund? Können sie das noch regenerieren vernünftig? Moment, das wäre hier. Sie haben fast keine Rekrutenreserve, während wir noch sehr, sehr viel übrig haben. Also nein, können sie nicht. Dann marschieren wir hier runter. Und ich weiß, dass beide Armeen auf einmal eigentlich schlecht ist, aufgrund von Zermürbung, aber ich will die gerade einfach nur stellen. So. Bevor die sich noch die Festung holen können. Und danach gleich wieder zurück, bitte. Ja, das war okay. Problem ist halt, dass wir hier in Berge angreifen. Und die bleiben tatsächlich da stehen. Okay. Könnt gerne durchmarschieren. Ich knöpfe mir die Gruppe jetzt vor, so gut es geht. Oder auch nicht, weil sie fliehen. Schauen wir mal, was war denn das Kriegsziel? Jerusalem war das Kriegsziel. Dann marschieren wir doch gleich mal weiter. Mal so, so. Und wir bleiben natürlich in Bewegung. Er bleibt da stehen aus Sicherheitsgründen. Ich würde ungern weiter marschieren und dann im besten Fall oder im schlimmsten Fall noch in eine Falle tappen. Machen wir es so und rücken jetzt gezielt vor. Wir haben den Manpower-Vorteil. Wir dürften das gewinnen. Also wir haben auf jeden Fall den längeren Atem. Habe ich das gerade richtig gesehen, dass die mir entgegenkommen wollen? Wenn ja, marschieren wir gleich los. Nein, tun sie nicht. Sehr schön. Okay. Moskau hat die Mamelucken rivalisiert. Was zur Hölle? Das ergibt wohl überhaupt keinen Sinn. Ich meine, okay, soll mir recht sein. Mir schadet es nicht, aber es ergibt keinen Sinn. Für keine von beiden Seiten. Ich finde sowas ja immer wieder unterhaltsam. So, marschieren wir weiter. Das Kriegsziel kontrollieren wir jetzt ja wieder. Und das Geschäft für Satin wächst in Kashan. Und es kommt zur Schlacht. Stellen wir uns natürlich gleich mit rein. Sieht nicht gut aus für den Anfang. Kommt. Und dann würfen wir auch noch so schlecht. Beziehungsweise die Gegner würfen so gut. Verdammt, wir verlieren das tatsächlich. Oh, come on. Okay. Rückzug hinter die eigenen Linien. Manpower regenerieren, beziehungsweise Truppen aufrüsten und dann rein. Wir müssen dringend mit der militärischen Macht hinterherkommen, sonst haben wir bald ein Problem. Na gut, holen wir uns hier erstmal die Admin-Tag, schalten uns damit das Gericht frei und können neue Staaten begründen. Das werde ich dann gerne machen. Ich glaube, wir haben dadurch sogar gerade noch den Vorteil, dass wir ein paar eventuell noch kriegen durch Kernprovinzen, weil wir die ja schon haben. Wie hier zum Beispiel. Dass wir da gar nichts investieren müssen. Oder? Doch, müssen wir. Ich dachte, die wären alle schon Kernprovinzen. Schauen wir mal hier. Die sind ebenfalls zum Teil Kernprovinz. Ja gut, dann nehmen wir erstmal die mit, die wir jetzt gerade bekommen haben und machen das in aller Ruhe dann, wenn es soweit ist. Das hier ist auf jeden Fall noch eine Kernprovinz und die können wir auch mitnehmen. Die kriegen wir nämlich umsonst. Aserbaidschan werde ich noch nehmen.
Und damit sind wir schon fertig. Okay. Mehr haben wir nicht dazu bekommen. Können wir uns ja wieder aufs Kämpfen fokussieren? Und den zweiten Diplomat schicke ich zurück in den Jemen. Außerdem wünschen sich Stände ein neues Land. Sowohl Ulema als auch die Emire wollen Land haben. Ach. Ulema kriegt das hier. Und die Emire können das Inselchen hier haben. Und wenn wir schon dabei sind, kriegt ihr noch die hier. Gebt euch zufrieden damit, hoffe ich. Ja, gut. Truppen ziehen sich zurück. Das wäre jetzt ein Moment für einen schnellen Frieden unter Umständen. Allerdings können wir uns auch hier wieder nicht Jerusalem nehmen. Allerdings können wir uns sowohl Mekka als auch Medina nehmen. Und dann eben hier einen Frieden machen. Auf der Seite. Oben haben wir leider keine Festung. Ich glaube, das wäre auch die bessere Herangehensweise. Wenn wir hier den Frieden nehmen. Ja, das ist definitiv sinnvoller. Damit kommen wir auch nicht so weit raus, was die Überdehnung angeht. Wir haben Zeit, nicht Überdehnung, was die aggressive Expansion angeht. Wir haben alle Zeit der Welt, um zu regenerieren und uns weiter darauf vorzubereiten. Weil ich fürchte, wir würden jetzt sonst unnötige Verluste erleiden. Und eventuell noch was von dem verlieren, was wir gerade schon geholt haben quasi. Und das wäre nicht gut. So. Schützt unsere Brüder in Nizhny-Ambinsk. Das wird Moskau sein. Gut, dass wir mit den Osmanen verbündet sind, defensiv gegen sie. Oder allgemein verbündet. So. Verbesserung der Regierungstechnologie. Wie geht's der Inflation? Haupt nehmen wir hin. Die können wir gerade sehr gut gebrauchen, die Punkte. Ein Bündnis mit Marderhahn und Litauen wird zum Rivalen der Mamelucken. Das ergibt keinen Sinn, Spiel. Was tust du? Go home, game. You're drunk. Das ist mein Gedanke gerade. Wir sollen Kangra von der Karte entfernen. Wo ist Kangra? Kangra ist hier. Ja, das können wir machen. Solange sie kein Bündnis schließen. Ich markiere sie mal vorläufig als wichtig. Ich nehme an, das ist der verlorene Krieg von Yakant. Dann können wir in dem Zuge eventuell auch hier Gugay übernehmen. Alles, was klein ist an unserer Grenze, wird natürlich gerne gefressen. So. Zusätzliche Missionare und mehr Legitimität. Wunderbar. So. Was machen denn die Rebellen? Hormus steht immer noch aus. Und ich würde jetzt tatsächlich einfach einmal die Autonomie erhöhen. Damit die Ruhe geben. In Kawasim gibt es in der Zwischenzeit eine Revolte. Schicken wir euch mal nach Kawasim. Und ihr könnt direkt weiter marschieren nach Kangra. Und wenn ich so drüber nachdenke, erkläre ich Kangra auch einfach jetzt den Krieg, bevor sie in Bündnis schließen können. Dann kommen wir damit nämlich auch besser hin. Dann müssen wir uns da keine Sorgen machen, dass eventuell noch jemand was dagegen macht. Und mit den 3000 Mann können die auch nicht viel ausrichten. Ah, wir können sogar einen Heiligen Krieg ausrufen. Können sogar bei beiden. Sehr schön. Machen wir das doch gleich. Heiliger Krieg gegen Kangra. Und die weltlichen Ulema. Nicht alle Mitglieder des Ulema sind große Theologen oder Intellektuelle. Korruption kann in allen Ecken eines Staates wachsen und für einige kann es schwer sein zu unterscheiden, was dem Glauben nutzt und was sich für sie selbst rentieren könnte. Masud II. Ist darauf aufmerksam geworden, dass eine Reihe frommer Zuschüsse im Reich durch Betrug erhalten wurden oder illegal an Erben weitergegeben wurden. Unser Wazir hat vorgeschlagen, dass wir alle Zuschüsse inspizieren und verifizieren müssen, vor allem in Regionen, die ursprünglich nicht von uns beherrscht wurden. Dies wäre aber eindeutig ein schwerer Affront gegen die Ulema, die es als Eingriff auf ihre Privilegien und als Angriff auf die Kaste als Ganzes ansehen würden. Zeigen wir mal, was deren Loyalität sagt. Deren Loyalität sagt, die kommen damit klar und wir werden korruptionlos. Machen wir. Sage ich nicht nein zu. Ich würde sagen, tatsächlich, wir hauen jetzt noch die Rebellen um. Und dann ist das ein guter Moment für einen Cut.
Während wir hier auf die zwei Kleinen zurennen und die gleich überrennen werden. Und dann können wir eventuell noch Garwal hier hinterher mitnehmen. Weil die sind mit Jarkand verbündet. Moment. Jarkand? Also es werden anders geschrieben als die hier oben. Wo sind die denn? Bin gerade ein wenig irritiert. Die sind mitten in Indien, oder? Okay, das sind die Kleinen hier. Also auch über Garwal können wir einfach drüber rennen. Und mit Delhi sind wir immerhin noch verbündet. Weil es auch lustig wird, wenn wir irgendwann das komplette Grenzgebiet von Delhi kontrollieren und sie dann einfach von allen Seiten zerquetschen. Oder schlichtweg verhindern, dass sie weiter wachsen können und Konkurrenz werden können. Aber gut. So, die Rebellen sind erledigt. Du kannst direkt nach Kangra marschieren. Und ich würde sagen, ich setze jetzt mal einen kurzen Cut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Es hat echt Spaß gemacht, mal wieder aufzunehmen. Ich werde auch gleich weitermachen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein.